Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu dieser neuen Schnipselparty. Heute gibt es wieder viele kleine einzelne Telefonstückchen am Stück hintereinander weg, die für kein ganzes Video gereicht haben. Der Informationscharakter bleibt trotzdem erhalten und Unterhaltung sowieso. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Hello, am I speaking with Sigmund? Was? Am I speaking with Sigmund? Was hast du im Mund? Spreche ich mit Sigmund? Ja, den Nachnamen muss man ja sagen, nicht den Vornamen. Ist dein Name Sigmund? That is what I'm asking you. Ja, das ist mein Vorname, aber das sagt man ja so nicht. Okay. Do you speak a little bit of English? Ja, ich spreche ein bisschen little bit in English, aber ich habe da keine little bit Lust zu. Okay, mein Name ist Sage, ich rufe Sie von der Firma Brown Finance in Bezug auf das von Ihnen eröffnete Online-Handelskonto. Hast du gut vorgelesen. So do you know what I'm talking about? Ja, genau. Okay, so ich bin Ihr Account Manager, ich bin hier, um Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Oh je. Okay, do you want to activate your account? Ja, ich mag Monte. Aber manchmal esse ich auch kleine Kekskrümel. If you speak a little bit of English, I please ask you to speak because my German is not that good. Ja, das merke ich schon, aber das weiß ich nicht, warum du denn hier überhaupt anrufst, weil letztendlich war ja der Datensatz auch ein Deutscher, oder nicht? I speak Deutsch, but a little bit. Naja, nicht nur unbedingt ein little bit, sondern ich glaube eher gar nicht. Okay, I will send you an email, okay? Kann man das essen? I will send you an email, sir. Ja, aber, okay. Aber nicht, dass das weh tut. Okay, thank you, goodbye. Ja, das wünsche ich. Na, da haben wir wieder eine ganz besondere Abzockerin am Telefon gehabt, die es zumindest probiert hat, irgendwie auf Deutsch durchzuboxen. Aber naja, ihr habt es ja selbst gehört. Also wirklich viel besser, naja, hat es dann ja doch nicht hinbekommen. Aber naja, das Schlimme ist, das ist auch tatsächlich nicht die einzigste englische Kakerlake, die versucht bei mir anzurufen. Aber naja, nichts von all den Sprachen irgendwie vernünftig beherrscht. Hier kommt gleich der nächste Beweis für den nächsten sehr skurrilen Anruf. Hallo? Are you speaking to Sebastian? Nee. Do you speak English? Nee. Do you speak German, Deutsch? Ja. All right, just a moment, please. I will transfer you to my German-speaking colleague. One moment, please. Just a moment, okay? Uh-huh. Just a... Guten Tag, Sebastian, Kathi, fein. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Okay, ja, das ist perfekt. Also, mein Name ist Rachel Ford. Ich rufe Ihnen an, wegen dem Ihre interessiert auf unserer Plattform. Also, haben Sie eine Erfahrung im Finanzmarkt oder ist das die erste Mal? Ja, habe ich schon ganz oft. Also, Sie haben eine Registration gemacht und Sie sind interessiert im Finanzmarkt. Also, haben Sie eine Erfahrung in diesem Industrie oder nein? In was? Also, wissen Sie etwas wegen dem Finanzmarkt oder nein? Finanzmarkt? Ja, Finanzmarkt. Also, das ist zum Beispiel Kryptomonete, wie sagt das mal, also Ethereum, Bitcoin und so weiter. Haben Sie wegen dem Bitcoin zum Beispiel etwas gehört früher? Gehört. Ja? Also haben Sie oder ja sicher, okay, das ist perfekt. Nee. Also, haben Sie selber vorher Trading gemacht oder so oder nein? Nee. Nein, noch nicht. Okay, das habe ich verstanden. Okay, dann wann haben Sie eine Registration gemacht? Sind Sie interessiert im Trading oder zum Beispiel das Geld erinnern oder... Hä, war das eine Frage?
Also, Sie haben eine Registration gemacht, weil sind Sie interessiert in Trading oder möchten Sie das Geld urinieren? Was? Ich will mit dem Geld unanieren? Ich verstehe die Frage nicht. Also, was? Okay, das verstehen Sie nicht. Okay, also, was machen Sie für Ihre Arbeit jetzt? Was ist Ihre Arbeit? Was meine Arbeit ist? Ja. Ja, gehe ich auf den Strich. Können Sie das nochmal sagen? Ich gehe auf den Strich. Können Sie mir bitte erklären, leider mein Deutsch ist nicht so gut ist und ich habe das leider nicht verstanden. Was denn? Ich habe nicht verstanden, was machen Sie für Ihre Arbeit? Ach so, was ich beruflich mache. Ja, da gehe ich auf den Strich. Okay, also suchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Ein was für ein Einkommen? Suchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Was ist denn ein zusätzliches? Hallo? Also, sind Sie von Deutschland? Ja, aber Sie ja nicht und man versteht ja kein Wort. Sie können das nicht verstehen. Okay, dann sage ich nochmal. Suchen Sie ein zusätzliches Einkommen. Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie machen ein Trading, dann Sie können also sozusagen extra Geld zu haben. Verstehen Sie jetzt? Ja, nicht so richtig. Ihr Deutsch ist ja ganz furchtbar. Also ja, ich verstehe das. Das ist nicht ein bisschen richtig, aber trotzdem, ich probiere Ihnen etwas zu erklären. Richtig, das ist nicht mal ein bisschen richtig, ja. Wenn das ist nicht okay für Ihnen, dann ich kann Ihnen passen zu meiner Kollegin, sie ist aus Deutschland und vielleicht sie kann Ihnen alles viel besser erklären. Machen wir das? Ja, ich habe zwar nichts verstanden, aber meinetwegen. Okay, dann ich passe Ihnen zu meiner Kollegin und sie erklärt Ihnen alles, okay? Aha. Okay, ciao. Also wenn ich dieses komische Kakerlakendeutsch irgendwie entziffern kann, dann hat sie mir ja hier gesagt, dass sie mich jetzt an die dritte Kollegin weiterverbinden will, weil der erste Typ, der konnte ja schon kein Deutsch und hat mich an die Tante weiterverbunden, die dann auch kein Deutsch kann. Und die wollte mich dann wieder an irgendjemanden verbinden, der wahrscheinlich auch kein Deutsch kann. Aber anstatt mich zu verbinden, hat sie hier wahrscheinlich aufgelegt. Das Kuriose an der Geschichte ist, sie hat ja hier sogar Tschüss gesagt. Weiß ich nicht, ob sie da jetzt auflegen wollte, mich weiter verbinden wollte. Eigentlich nur wieder kurios und Wahnsinn. Und solche Leute wollen dann euer Geld. Das müsst ihr euch immer schön merken. Solche Leute wollen euch betrügen. Hallo? Ja, hallo, schönen Tag. Ich spreche gerade mit Henry. Mit wem? Mit Henry. Ja, das ist mein Vorname. Das heißt nicht Herr Henry. Tja, und so schnell können denn die Gespräche gehen. Tja. Eigentlich wollte ich ihm ja hier nur sagen, dass er mich bitte mit dem Nachnamen ansprechen soll. Aber der komische Kauz hier, der hatte denn schon überhaupt gar keine Lust mehr, mit mir überhaupt zu telefonieren. Auch nicht schlecht, so sind wir den auf jeden Fall ziemlich schnell losgeworden. Ich hoffe, dass das bei vielen anderen Menschen auch klappt und dass viele Menschen sich auch wirklich immer mit dem Nachnamen ansprechen lassen. Schon alleine hier, das ist auch eine Art von Höflichkeit und Respekt, dass man mit dem Nachnamen angesprochen wird. Aber naja, damit kennen sich die Betrüger halt eben nicht aus, ne? Guten Tag, mein Name ist David Asch. Ich spreche mit dem Herrn Zahnschmelz. Sebastian Zahnschmelz ist hier. Mhm. Ich höre meine Stimme zweimal. Bin ich auf Lautsprecher? Nö. Ich weiß es nicht. Herr Zahnschmelz, wie gesagt, ich bin der Herr Asch. Ich melde mich von der FXbox. Ich habe gesehen, dass Sie sich bei uns vor kurzem registriert haben. Aha. Was heißt aha? Ja, weiß ich nicht. Okay, hier steht straubinger.gandalf@gmail.com. Mhm. Das sind Sie dann, ja? Das ist meine Adresse, ja. Genau. Sie haben, wie es hier aussieht, vor kurzem mal so Interesse an Krypto gezeigt. Ist das korrekt? Weiß ich nicht, also keine Ahnung von... Sie müssen schon wissen, ob Sie Interesse an Krypto gezeigt haben oder nicht, also ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Okay. Haben Sie einen Account eröffnet oder nicht? Nö. Wie es aussieht, ist das eine falsche Nummer. Keine Ahnung. Ich frage es mal hier so ein, und wenn Sie sagen, keine Ahnung, dann habe ich auch keine Ahnung, es tut mir leid. Aha. Dann entschuldige ich mich für die Störung und auf Wiedersehen erstmal. Na, zumindest war er ja höflich. Aber letztendlich wollte der genau das gleiche wie alle anderen zuvor und auch hiernach,
Nichts anderes als an eure Kohle und euch das Geld erbeuten oder von euch zu erbeuten. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger. Hallo, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz gut. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei uns? Ja. Okay, so jetzt, ich bin Ihr Kontomanager und ich kann Sie assistieren mit dem Handel zu beginnen, okay? Aha. Haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihr Konto zu aktivieren? Wollen Sie mir nicht erstmal erklären, was Ihre Firma so alles macht, bevor Sie einmal eine Kohle wollen? So, unser System ist voll automatisiert, so Sie brauchen nur Ihr Konto aktivieren. Nachdem Sie werden einen Senior Kontomanager haben und er will Sie die ganze Zeit assistieren mit dem Handel und mit dem System, ja? Und wie funktioniert das? Alles ist automatisiert. Das Computer wird für Sie handeln. Aha. Aber wozu brauche ich denn so einen Mann? Wie bitte? Na, Sie haben doch gerade gesagt, da gibt es ja dann noch irgendeinen komischen Typ dazu. Wozu brauche ich denn den, wenn das automatisch geht? Sie brauchen nur Ihr Konto zu aktivieren. Ja, aber damit haben Sie ja jetzt nicht meine Frage beantwortet. Was ist Ihre Frage? Hören Sie eigentlich auch zu, oder? Weiß ich nicht, ich habe Ihnen noch die Frage klar und deutlich gestellt. Okay, schönen Tag noch. Aha, Betrüger. Einfach nur immer wieder verwirrend, was da so viele Leute am Telefon anrufen und was die eigentlich so von einem wollen. Tja, also ich finde es tatsächlich echt verstörend. Ich meine, klar, das sind jetzt hier schon die krassen Beispiele. Das hat nicht jeder ständig zu Hause, dadurch, dass nicht bei der, also bei den meisten nicht tausendmal am Tag das Telefon klingelt. Aber schon Wahnsinn, was da so für Menschen am Telefon sind. Hallo, guten Tag. Hören Sie mich? Ja. Guten Tag, Marcel, Johann Kaffeld am Apparat. Sie bekommen einen Anruf von der Europäischen Finanzbörse. Ich möchte mit Herrn Klapperbach sprechen. Ja. Die Europäische Finanzbörse wegen Ihrer Anmeldung. Wie ich sehe, Sie haben Interesse gezeigt auf unserer Plattform. Richtig? Hm. Hallo? Hallo. Ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Sagen Sie mir also, haben Sie Interesse gezeigt auf unserer Plattform mit Bitcoin Revolution? Ja, weiß ich doch nicht, wie habe ich es denn gezeigt? Sagen Sie mir noch ganz kurz, also, was für ein Interesse haben Sie auf die Finanzbörse und genau damit wir werden alles weitermachen, ja? Ja, weiß ich nicht. Okay, also haben Sie Interesse, sich informieren über dieses Thema, über Handelsprozess mit Bitcoin? Hm. Wie bitte? Was bringt's mir denn? Profite, regelmäßige Profite. Okay. Ist das interessant für Sie? Ja. Okay. Dann sagen Sie mir also, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das alles neu für Sie? Also, hören Sie mich, oder nicht? Ja, sure. Ja, aber ich höre Ihre Stimme sehr schlecht. Also können Sie aufwachen und mit mir so normal sprechen? Oder muss ich auflegen? Ja, wo legen Sie dann auf? Okay, das ist unseriös. Ja, Betrüger. Ich finde das immer wieder interessant, wie oft die Betrüger eigentlich ihre eigenen Kunden oder Betrugsopfer als unseriös bezeichnen, nur weil man bei deren, ja, tollen Sachen nicht mitmacht. Und nur, weil man sich das nicht gefallen lässt, was die da einem oder mit einem abziehen wollen. Denn letztendlich, die wollen alle an eure Kohle. Die benehmen sich alle wie die Axt im Wald und beschweren sich dann tatsächlich auch noch, dass die Betrugsopfer nicht so richtig mitspielen. Und dann wird man auch noch als unseriös abgestempelt. Dabei ist eigentlich der ganze Anruf und ja, die Person auf der anderen Seite der Leitung das Problem und nicht ihr. Aber gut, so ist es halt, ne? Die Betrüger bilden sich das halt irgendwie ein. Mhm. Guten Morgen, spreche ich mit Herr Klapperbach? Ja, Herr Klapperbach hier. Sehr gut. Herr Klapperbach, mein Name ist Victoria. Ich erreiche Sie aus dem Finanzmarkt wegen Ihrer Registrierung auf unserer Webseite. Mhm. Also, ich bin Ihre Kontomanagerin. Ich möchte Ihnen helfen mit der Aktivierung Ihrer Handelskonto auf unserer Plattform. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen auch über unsere Services erklären. Mhm. Ist es jetzt eine gute Zeit, mit Ihnen zu sprechen, oder soll ich halt später? Was? Bitte? Ja.
Also soll ich Ihnen später anrufen oder jetzt? Ist es eine gute Zeit, mit Ihnen zu sprechen? Sind doch schon dran. Okay, alles. Herr Bauterbach, also, hatten Sie meist Erfahrung gehabt auf dem Finanzmarkt oder mit Handeln? Hm. Ja? Ja. Und wie beschreiben Sie in Ihren Erfahrungen? Ja, sehr lehrreich. Bitte? Sehr lehrreich. Lehrreich? Hm. Also schlecht? Nö. Okay, und wie alt sind Sie? Sie rufen bei Leuten an und stellen lauter Fragen und, ja, klingt nach Betrug. Bitte? Sie sind eine Betrügerin. Ich bin eine Betrügerin. Ja, weil Sie das gleiche Skript machen wie die Betrüger. Ich müsste wissen, wie alt sind Sie, sodass ich mit Ihnen weitersprechen kann. Hm. Also wie alt sind Sie denn? Also bei einer legalen Firma trägt man sowas einfach ins System mit ein. Betrüger fragen sowas am Telefon. Frage jetzt gerade in unserem System über Ihnen Information. Also wenn Sie das nicht beantworten möchten, dann ich werde mit Ihnen weiter nicht sprechen. Ja, weil Sie ja auch Betrügerin sind. Aha, okay, alles klar. Dann bitte hören Sie auf, so viele Kontos aufzumachen auf dem Finanzmarkt. Nee, und, da kommen noch viel mehr. Es würden noch mehr kommen? Ja, aber ich muss ja eure Zeit verschwenden, damit ihr nicht so viel mit anderen Leuten telefonieren könnt. Okay, alles klar. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Denn kein normales Unternehmen ruft euch direkt an oder ruft euch überhaupt erstmal einfach ohne Erlaubnis an und fragt erstmal alle persönlichen Daten ab. Das kann schon mal in bestimmten Zusammenhängen vorkommen, dass man persönliche Daten preisgeben muss, sollte oder wie auch immer. Aber nicht einfach so direkt zum Gespräch, ohne dass man überhaupt weiß, wofür man seine Daten geben soll. Denn letztendlich, was habe ich denn jetzt von ihr bekommen, dass ich weiß, mit welcher Firma ich spreche? Nichts. Ich weiß die Webseite nicht richtig, den Namen, naja, so halbwegs und ihren eigenen Namen auch nur so halbwegs. Das wird da einfach so hingekotzt und dann soll man direkt seine privaten Daten angeben und die erwarten von einem, dass man dann da spurt und mitmacht. Und wenn man dann seine Daten nicht sagen will, naja, dann ist man halt gleich weg vom Fenster. Weil dann ist ja da kein Geld zu holen. Schon irgendwie Wahnsinn, was da so die ganze Zeit passiert. Machen wir mal weiter. Hallo? Wunderschönen guten Morgen. Spreche ich da mit Luise Schmidt? Luis Schmidt, ja. Hm? Ah, Luis Schmidt. Schön, dass Sie erreicht haben, Herr Schmidt. Ich rufe hier von der Alvexo an. Sie hatten sich gestern auf unserer Seite angemeldet und hatten Interesse am Traden. Hm. Genau. Herr Schmidt, mal eine kurze Frage. Haben Sie denn schon irgendwie Erfahrung mit dem Traden machen können? Hm. Ja? Ah, wunderbar. Genau. Ich helfe Ihnen jetzt heute bei der Einrichtung Ihres Kontos, Herr Schmidt. Womit haben Sie das denn gestern gemacht? Mit dem Handy, Computer, Tablet? Computer. Ah, Computer, super. Haben Sie den auch gerade an? Mhm. Okay. Also Sie können das Ganze auch mit dem Handy machen. Ich schicke Ihnen mal jetzt kurz mal die Login-Daten. Schauen Sie mal einmal in Ihren E-Mails nach. So. Herr Schmidt, mal eine kurze Frage. Sie hören sich noch ganz jung von der Stimme an. Dürfte ich fragen, wie alt Sie denn sind? Mhm. Nein? Hm. Ich muss es leider wissen wegen der Altersabfrage, weil Kunden unter 18 dürfen bei uns nicht handeln. Hallo? Hören Sie, Herr Schmidt? Mhm. Herr Schmidt, haben Sie Interesse oder haben Sie sich nur so aus Spaß hier angemeldet? Sie hören sich so an, als macht Ihnen Ihr Job gar keinen Spaß. Doch, eigentlich schon. Ja. Das ist der beste Job, den ich je hatte, um ehrlich zu sein. Leute verarschen und betrügen, ja? Du bist kein ekelhaftes Arschloch, das auch noch als geil zu bezeichnen, den Job. Kann ich nur danken zurückgeben. Mhm. Auf jeden Fall schönen Tag dir noch. Ja, dir nicht. Meine Güte, der hat sich hier auf jeden Fall ziemlich deutsch angehört, vom Akzent her. Ich weiß nicht, was mit dem falsch ist, aber der scheint es ja richtig gut zu finden, die Leute zu betrügen. Und ich bin hier auch richtig sicher, dass der darüber Bescheid weiß. Ja, hallo, schönen guten Tag. Jessica Jonsen von Cura Blue hier. Ich wollte gerne mit Herrn Bengel sprechen. Hm, ist ein Apparat. Ja, wunderbar. Ich melde mich wegen dem Pflegegrad in der Familie. Ich rufe Sie an, damit Sie die kostenlosen Pflegehilfsmittel regelmäßig monatlich nach Hause geschickt bekommen können. Zu den Pflegehilfsmitteln, die da von der Pflegekasse übernommen werden, gehören Desinfektionsmittel für die Hände,
dann kann man Desinfektionsmittel für Oberflächen kostenlos bekommen. Einmalhandschuhe werden von der Pflegekasse bezahlt, auch der Mundschutz. Da sowohl die FFP2-Masken wie auch die OP-Masken. Und dann kann man fürs Bett Auflagen und Schürzen bekommen, wenn man sie benötigt. Falls Sie das noch nicht beantragt haben sollten, kann ich Ihnen gerne mal ein Informationsschreiben fertig machen, da den Antrag für Sie fertig vorbereiten und beilegen. Was meinen Sie? Nee, bei uns gibt es gar keinen Pflegefall. Aber was sicher ist, Sie haben die Daten, also die Daten, die Sie jetzt anrufen, aus einer illegalen Quelle aufgekauft. Naja, das ist jetzt, würde ich sagen, eine Art Unterstellung. Nee, das ist sogar Wissen. Ich kann Ihnen sogar sagen, dass ich das weiß, weil den Charakter, den Sie da anrufen, der ist komplett von mir erfunden und sogar die Rufnummer für diesen Zweck, um Betrug im Internet aufzudecken, wie Kriminelle Nummern und Telefonnummern verkaufen und dieser Datensatz ist jetzt in Ihrer Datenbank. Ja, okay. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, wenn Sie das gerne möchten, dass ich Ihnen einen Nachweis zuschicken kann, woher wir die Daten haben. Ich weiß, wovon Sie die Daten haben. Das ist von einem Gewinnspiel. Richtig, genau. Richtig. Und Sie haben aber kein Double Opt-in gemacht. Wir haben kein was gemacht? Kein Double Opt-in. Sie dürfen mich nicht anrufen. Sie dürfen mich lediglich per E-Mail informieren. Okay, da stecke ich jetzt in der Materie nicht so drin, weil ich bin nicht direkt von diesem Gewinnspiel, sondern wir haben halt diesen Datensatz bekommen. Wie wollen wir damit umgehen? Soll ich das weiterleiten an einen Vorgesetzten, dass Sie da nochmal kontaktiert werden? Oder soll ich Ihnen diesen Nachweis schicken? Oder soll ich Sie einfach rausnehmen aus dieser Datei? Ja, ich denke mal, die Sache mit dem Vorgesetzten wäre mal ganz gut, ja? Alles klar, dann werde ich das veranlassen, dass Sie da nochmal angerufen werden. Gibt es eine Tageszeit, die Ihnen da ganz gut passt? So 15 Uhr meistens. Alles klar, werde ich so weiterreichen. Soll ich Ihren, wenn Sie sagen, das ist eine erfundene Person, soll ich da den Ihren richtigen Namen notieren oder soll mein Vorgesetzter einfach so anrufen? Einfach so anrufen, das reicht denn schon. Alles klar, prima, werde ich weiterleiten, ja? Danke. Noch einen schönen Tag für Sie. Tschüss. So, und hier haben wir definitiv den Beweis, dass der Datensatz mehr oder weniger illegal eingekauft wurde. Allerdings, hier wurde auch nach deutschem Gesetz mehr oder weniger dann wenigstens gehandelt. Die Mitarbeiterin ist freundlich, höflich geblieben, wenn auch erstmal ein kleines bisschen überfordert und dadurch zickig wirkend, vielleicht ganz kurz. Aber sie hat ja letztendlich richtig gehandelt. Sie hat die Daten an den, an den Chef weitergegeben. Nichtsdestotrotz wurden die Daten hier aus einer illegalen Datenquelle aufgekauft und das ist schon sehr bedenklich. Ich weiß nichts direkt über diese Firma, über die Firma, die sie hier genannt hat und möchte die Firma auch grundsätzlich erstmal nicht in Dreck reden, weil grundsätzlich sind so Pflegehilfsmittel, das ist mehr oder weniger alles in Ordnung. Also auch was sie so von ihrem Skript da vorgelesen hat, das entspricht alles so erstmal auch den Tatsachen. Man kann da tatsächlich Sachen beantragen und das ist soweit auch alles in Ordnung. Die Frage stellt sich jetzt hier aber, warum ruft sie einfach an? Na, also ohne irgendeine Erlaubnis. Natürlich habe ich da irgendwo mal sicherlich angeklickt, dass hier jemand mit einem Pflegegrad ist, aber ich habe niemals erlaubt, dass sie mich anrufen dürfen. Und ein Häkchen setzen im Internet reicht schlichtweg nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut gerne, wenn ihr möchtet, auch mal auf den Social-Media-Kanälen noch vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.